Hallo, liebe Mystery Files Freunde. Wir interessieren uns ja sehr für unerklärliche Phänomene am Himmel, unerklärliche Erscheinungen, Himmelserscheinungen und wie man es immer so nennen mag, meinetwegen sogar Zeichen Gottes oder Zeichen des Himmels. Und heute ist ja ganz klar, wenn man hört, ach, Unerklärliches am Himmel, das ist natürlich sofort ein UAP, ein unbekanntes Luftphänomen, eben ein UFO, wie man früher sagte. UAP ist ja der moderne Begriff. Aber wenn ihr euch auch für dieses Thema interessiert und auch für die Grenzwissenschaft und auch eben für die Mysterien der Vergangenheit, ist es ja so, dass in der Vergangenheit seit Jahrtausenden erzählt wird, dass Unerklärliches am Himmel gesehen wurde oder gesehen worden sein soll. Da gibt es zahlreiche Flugblätter zum Beispiel aus dem Mittelalter, alte Chroniken, aber auch alte römische Aufzeichnungen. Ich habe da ja schon sehr viele Videos hier auf Mystery Files zugemacht zu diesem Thema und auch auf fischinger-blog.de einige Artikel und einige spezielle Fälle mal genauer behandelt. Das Thema ist schon sehr faszinierend, weil wenn man sich so die alten Chroniken durchblättert und so, dann findet man immer wieder mal so einen Fall. Ah ja, gut, da kam irgendwie so etwas vom Himmel, was ein Schweif hinterhergezogen hat oder ist über den Himmel gezogen. Oder da kam irgendwie etwas donnernd vom Himmel und schlug auf die Erde ein. Da kann man natürlich ganz klar sagen, gut, das war ein Komet oder ein Bolide, so ein Feuerball zum Beispiel, ganz leicht gesagt, eine Sternschnuppe, die kam da herunter oder wurde am Himmel gesehen. Das haut uns absolut nicht von den Socken. Sowas gibt es natürlich, gab es zu allen Zeiten und wird es natürlich in Zukunft auch noch geben. Nur heute wissen wir naturwissenschaftlich Bescheid, was das genau ist. Das ist jetzt kein Zeichen von Gott oder von Dämonen oder von dem Teufel oder von irgendwelchen Göttern oder so. Das können wir interpretieren. Aber es gibt immer wieder Fälle da in dieser, naja, in der Historie, die so einfach nicht zu erklären sind. Jetzt habe ich gerade spontan so vor knapp über 2000 Jahren einen Fall vor Augen in der Nähe von Rom. Da kam eine Kugel vom Himmel, flog so, landete quasi, mehr oder weniger, ich sage das Wort jetzt einfach mal so, landete und rollte dann etwas über den Boden und flog dann in eine andere Richtung wieder von dannen. Da habe ich hier auch ein Video zu gemacht. Das ist auch ein sehr interessanter Fall und so etwas lässt sich durch die Jahrtausende verfolgen. Und irgendwann fingen natürlich auch die Menschen an, irgendwelche Erscheinungen am Himmel, ob real oder nicht, das wissen wir ja so nicht, aber diese auch niederzumalen, nicht nur zu schreiben, so quasi mehr oder weniger Augenzeugenberichte, sondern sie haben auf allerlei Gemälden allerlei kurioses und verrücktes Zeug an den Himmel gemalt und die mehr oder weniger moderne UFO-Forschung kennt ja zahlreiche Beispiele von irgendwelchen Schilden oder fliegenden Wesen am Himmel oder fliegende Kugeln am Himmel, die vor allem christliche Künstler, fromme Künstler an den Himmel gemalt haben. Kritiker sagen immer ganz pauschal, ja, das ist zum Beispiel irgendwie ein Symbol für die Engel am Himmel oder wenn etwas am Himmel schwebt, was Strahlen aussendet, das sind eben so, der Geist Gottes ist das, der so da vom Himmel kommt und all solche Interpretationen. Oder es ist auch zum Beispiel, gibt es in einem Kloster, Kloster Dejani ist das im ehemaligen Jugoslawien, da gibt es zum Beispiel Wandbilder, Wandfresken, schöne Gemälde, da sieht man irgendwelche kugelförmigen Strukturen, da sitzen offensichtlich Personen drin, die irgendwie scheinbar über den Himmel rasen. Das wird dann interpretiert, weil solche Darstellungen gibt es ja zahlreich, als Sonne und Mond und so etwas. Und es gibt aber auch immer wieder Bilder, kirchliche Bilder, Gemälde, die sind dann doch schon wieder sehr interessant. Zum Beispiel in Siebenbürgen, das ist Transsilvanien, so quasi in Zentralrumänien. Da gibt es einen Ort, der nennt sich Schäßburg, das ist der deutsche Name, weil da gibt es eine deutsche Historie dieses Ortes und der rumänische Name ist Sikisohora oder so ähnlich. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, aber dieser Ort ist eigentlich ziemlich berühmt. Denn hier soll Vlad Tepes geboren worden sein und auch einige Jahre gelebt haben. Und das ist ja Vlad der Fehler. Das ist das Vorbild von Dracula. Auch in Bram Stokers Dracula spielt der Ort eine gewisse Rolle in diesem Roman eben. Und es gibt da sogar für die Touristen ein Geburtshaus von Dracula und all so etwas. Aber wie es sich selbstverständlich für so einen alten Ort gehört, gibt es da auch Kirchen, beziehungsweise mehrere Kirchen. Zentral in diesem Ort ist eine sogenannte Zitadelle, ein altes Verteidigungsgebäude. Und das steht auch schon seit einigen Jahren, seit über 20 Jahren, ist das UNESCO-Weltkultur. Erbe
Und diese Kirche, die sich dort befindet, das ist die Kirche Manasiri, so ungefähr. Sie stammt aus dem 13. Jahrhundert, ist zweimal abgebrannt und im 17. Jahrhundert wurde sie auch abgebrannt und wurde dann renoviert. Und in den vergangenen Jahrzehnten hat diese Kirche dort in der Zitadelle, in dem Ort, wirklich extrem gelitten. Es wurde alles vernachlässigt, alles ist verfallen, Scheiben waren kaputt und ein wirklich überaus trauriger Zustand war die Kirche. Wenn ihr euch diesen Ort mal bei Google Earth anschaut, dann benutzt man die Funktion Google Street View. Ich zeige hier gleich noch mal ein paar Bilder. Da sieht man diesen grausigen Zustand dieser Kirche. Aber sie wurde in den letzten Jahren umfangreich und ausführlich renoviert und restauriert. Neues Dach, neu verputzt, alles neu gestrichen. Und auch die alten Gemälde, die damals beim sogenannten Bildersturm, das war so dieser Konflikt zwischen den evangelischen und den katholischen, und gab es dann halt so einen Bildersturm, da wurde alles so zerstört und so. Aber auch diese Gemälde und diese Fresken wurden wieder hergerichtet, soweit es ging, und alles von innen und außen wieder schön gemacht. Jetzt sieht es wirklich sehr gut aus, eine sehr hübsche Kirche im Vergleich zu den Bildern, habt ihr gesehen da vorher, wie das da ausgesehen hat. Aber diese Kirche, die hat natürlich auch innen interessante Bilder, die sich so in Seitenschiffen bzw. an den Rändern so befindet war, wo der Tourist, der da reingeht, weil da sind auch viele Touristen, die achten da so gar nicht drauf. Die gucken sich den Altar an, das Hauptbild des Altars mit Jesus oder Gott oder die Mutter Gottes und finden das toll oder besuchen dort vielleicht ein Orgelkonzert oder gehen eben zum Beten dort hinein. Aber solche Kirchen sind ja in allen möglichen Ecken voll mit Bildern. Und ein Bild davon ist wirklich interessant. Ich zeige da mal, so sieht das hier aus, dieses Bild. Da sieht man eine Kirche, offensichtlich brennt in diese Kirche und irgendwie fliegt da oben drüber etwas vom Himmel. Ein rundliches Gebilde, was Ähnlichkeit hat mit einer Muschel aus dem Meer, mit einer Meeresmuschel. Und da scheint offensichtlich auch diese Kirche zu sein, wie sie niederbrennt. Und darunter lesen wir einen Auszug aus der Bibel, und zwar aus Psalm 130, den Vers 7. Da steht nur drunter dann eben unter diesem Bild: Israel, hoffe auf den Herrn. Ja, und das Ding da irgendwie, was aussieht wie eine Muschel aus dem Meer oder eben ein UFO, wenn wir es so deuten wollen, das kommt mit einer Art Feuerschweif irgendwie aus den Wolken daher nieder und ist eigentlich völlig fehl am Platze. Und da kann man jetzt viel spekulieren. Was hat sich der Künstler da wohl gedacht? Was sollte das sein? Dieses Gemälde wurde erst angefertigt, als die Kirche wieder aufgebaut wurde, nach dem letzten großen Brand, als das da alles zerstört wurde. Und der Nikolai Tescula, das ist so der Museumsleiter vor Ort, der hat auf romania-insider.com auch mal so ein paar Feedbacks zu diesem Bild gegeben, weil es eben auch in der Mystery-Szene dann so ein bisschen hochgekocht ist, nachdem dieses Bild im Internet auftauchte. Und er sagte, das ist einfach nur eine Vision des Künstlers. Das wären so wie die Bilder von Leonardo da Vinci. Also er vergleicht das nicht mit einem Kunstwerk von Leonardo da Vinci, aber es wäre eben so, selbst die Bilder von Da Vinci, da kann man ja alles hinein interpretieren und deuten. Und das ist einfach nur so eine Interpretation. Der Künstler fand das ganz toll, dieses Dingen da mit dem Feuerschweif, wie es aus den Wolken kommt, über diese brennende Kirche dort anzubringen, dort drauf zu malen. Der Tescula, der sagt auch da in diesem Bericht da auf dieser rumänischen Internetseite, das könnte vielleicht auch irgendwie etwas mit der Himmelfahrt des Elia zu tun haben aus dem Alten Testament. Da muss man jetzt aber sagen, diese Interpretation ist viel zu weit hergeholt, denn er fuhr ja mit einem feurigen Wagen gezogen von feurigen Rossen in den Himmel zu alttestamentarischen Zeiten. Das hat eigentlich nichts da zu suchen über eine brennende Kirche in diesem Ort. Die Kirche ist ja real vorhanden. Das ist zeitlich natürlich völlig auseinander. Und es gibt sehr viele Darstellungen von diesem feurigen Wagen mit den feurigen Rossen, wie er da gen Himmel fährt. Diese Darstellungen unterscheiden sich grundlegend davon. Da sieht man ganz einfach gesagt eine Kutsche, in dem der Prophet draufsteht, und diese Kutsche wirft ein Feuerschweif hinter sich her, genau wie die Pferde, und fährt dann gen Himmel in die Sphären Gottes. Das hier ist ja was vollkommen anderes. Hier fliegt scheinbar eine Meeresmuschel vom Himmel über diese Kirche. Was mag der Künstler sich dabei gedacht haben? Das ist wirklich, das werden wir niemals erfahren, außer wir finden den Künstler mit einer Notiz und Schreiber, wo er aufgeschrieben hat, ich male jetzt das dahin, weil das soll das und das sein, und ich finde das ganz toll. Aber das wissen wir natürlich nicht. Es gibt aber auch noch solche Darstellungen,
ja, solche frommen christlichen Darstellungen, die jetzt nicht unbedingt auf Kirchengemälden sich befinden, wie ich gerade eingangs sagte, sowas gibt es ja auch auf ja, historischen Flugblättern, die von irgendwelchen Himmelserscheinungen künden. Aber sowas gibt es auch in Büchern, in alten Chroniken. Und eins dieser Bücher wurde geschrieben von einem Johann Gaspar Funke. Das war ein Pfarrer, Gymnasiallehrer in Ulm. Er war auch Professor für Mathematik im 18. Jahrhundert. Und er hat eine Reihe wissenschaftlicher Bücher veröffentlicht damals. Und eines dieser Bücher, das hat, ich glaube, 1300 Seiten sogar, dieses Werk erschien 1939 und das heißt Allgemeine und neueste Weltbeschreibung, in welcher die vornehmste Merkwürdigkeiten so über, auf und unter Erden vorkommen, gehörig vorgetragen werden. Ein super langer Titel, aber mit einem Buch von über 1200 Seiten ist das gerade mal so angemessen. Und dieses Buch behandelt eben alle möglichen Phänomene, die Bahnen der Planeten, Sonne, Mond, die Sterne, die Geografie des Planeten, wie die Erde aussieht, eben alles so, was naturwissenschaftlich hier so Mitte, Anfang des 18. Jahrhunderts bekannt war. Und das schreibt er da nieder mit einigen Schaubildern, sind nicht viele Illustrationen drin. Aber dieser Autor Funke, der hat vorher schon ein anderes Buch geschrieben, und zwar im Jahre 1716. Und das heißt, so übersetzt es in Lateinisch, Buch der Farben des Himmels. Und dieses Buch ist jetzt erstmal an sich im Inneren wenig spektakulär, wenn man sich das ganze Buch mal so genau durchschaut. Das bekommt man zum Beispiel in der Bayerischen Staatsbibliothek in München. Aber interessant ist das Titelbild, was da unten drunter ist. Das blende ich euch mal ein. So sieht das Titelbild aus. Und dieses ovale Gebilde dort, da sehen wir ja eindeutig ein fliegendes, rundes Etwas, was da vom Himmel kommt. Obendrauf ist eine Sonne abgebildet. Unten sind so Linien, so Striche, die sehen aus wie Fransen von einem Teppich, wie von einem fliegenden Teppich quasi. Und am Rande sieht man auch so Striche und Kreise. Und das alles sieht sehr ungewöhnlich aus. Und dieses Ding rast mit Blitzen vom Himmel aus den Wolken hernieder und hat gewisse Ähnlichkeit mit diesem Kirchengemälde in Rumänien. Und man sieht auch, da ist ein Meer, im Hintergrund ist eine Stadt. Und dieses fliegende Etwas, dieses fliegende Schild, diese fliegende Scheibe rast da auf so einen Piekmatz zu, der da auf so einem Felsen sitzt, so ein kleiner Vogel, der da irgendwie drollig durch die Gegend guckt. Und dann ist der Betrachter da und sieht nur, was soll denn das bedeuten? Und dieses Bild ist schon länger in der Mystery-Szene bekannt. Und ich bin mir sicher, ich kann es jetzt nicht beschwören, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich habe dieses Bild sogar schon gesehen. Da wurde ein bisschen rumretuschiert. Denn über diesem Piekmatz da befindet sich ja eine Schrift, die bedeutet auf Deutsch so ungefähr wohlwollender Beschützer, so als sinngemäße Übersetzung. Aber es ist ja sehr verlockend, dieses fliegende Objekt vom Himmel eben als fliegende Untertasse zu interpretieren. So sieht es ganz klar aus. Und mit diesen Blitzen und wie es da so über das Meer fliegt, das sieht auch wirklich so aus, als wenn dieses Objekt vom Himmel kommt. Aber interessant ist auch, diese oben drüber, diese kleine Schrift, die man da sieht, das ist ein Bibelvers, auf dem im Zusammenhang mit dieser fliegenden Scheibe hingewiesen wird. Und ich meine nämlich eben, dass ich dieses Bild schon gesehen habe, wo genau das wegretuschiert wurde, was natürlich dann erstmal vollkommen manipulativ ist. So geht's ja nicht. Aber wir sehen dort den Verweis auf den Psalm 84, Vers 12. Und deshalb habe ich hier mal zwei Bibeln mir aus meinem Archiv rausgekramt. Ich glaube, 40 Stück oder so. Schöne alte Bibel. Und wenn man sich diesen Vers einmal anschaut, dann ist es wirklich sehr interessant. Vers 12 übrigens ist es nicht immer. Bei anderen modernen Übersetzungen ist es der Vers 11. Ich komme gleich noch auf diese Bibel da zu sprechen. Da ist es vollkommen anders, aber auch so richtig anders. Aber bei Martin Luther war es eben der Vers 12. Und da lesen wir drin, da muss ich mal mein Nasenfahrrad hier abnehmen. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre und so weiter und so fort. Das heißt also, Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Das passt ja wirklich wunderbar zu dieser Darstellung, die da vom Himmel rast. Eben ein Schild mit einer Sonne drauf. Das steht hier in dieser Bibel, keine Ahnung, wie alt die ist, 100 Jahre, so in dieser Übersetzung, in diesem Vers 12. Wie gesagt, in anderen Bibelübersetzungen ist es Vers 11. Aber
Jetzt könnte man natürlich sagen, ah ja gut, dann hat der Künstler sich da, der das Bild da gemalt hat, so als Illustration zu diesem Buch eben darauf berufen, gut, da kommt Gott so als schützendes Schild vom Himmel her nieder und gleichzeitig mit der Sonne, weil es eben so ist und so beschrieben wird. Hier habe ich mal eine andere Bibel, das ist zweiter Band, das sind glaube ich 5 oder 6 Bände mit den ganzen Büchern und Erklärungen. Hier ist es aber ganz anders beschrieben. Denn da ist es nicht einmal der Vers 84, das ist hier der Vers, der Psalm 84 ist das nicht mehr, so sieht das Ding übrigens von innen aus, sag mal. Das ist hier ein ganz anderer Psalm und der Vers ist auch ganz anders. Und da steht absolut nichts von Sonne und Schild, denn da steht nur geschrieben, denn Erbarmen und Wahrheit liebet Gott, Gnade und Ehre gibt der Herr. Das ist die einzige Aussage. Da ist nichts von einem Schild zu erfahren und dass er wie die Sonne ist und eben wie ein Schild am Himmel. Da steht nur das hier. Und das ist besonders interessant. Deshalb habe ich immer, ich verweise da so gerne drauf, so viele verschiedene Bibelausgaben und Übersetzungen. Ach, das ist mir zu schwer. In meinem Archiv, weil, nun ja, überall steht irgendwie dann doch wieder im Detail etwas anderes drin. Und in diesem Fall ist es sogar so, dass es in einigen Bibeln, ich habe noch ein paar andere dann mal nachgeschaut, überhaupt nicht drin steht, das mit Sonne und Schild, in einigen anderen eben dann schon. Und bei Martin Luther steht es auch tatsächlich drin. Aber wie gesagt, da ist es ein anderer Vers, da ist es eben der Vers 12 und heute ist es meist Vers 11. Jetzt kann man natürlich spekulieren und interpretieren, was soll das bedeuten und warum ist das irgendwie so als Schild, der Gott schützt so die Menschen oder die Erde, so wie mit einem Schild, eben so was man so am Arm hat, so als Krieger. Warum wird das so dargestellt, als wenn es vom Himmel herniederkommt, herniederfliegt? Da kann man auch wieder viel spekulieren. Alle möglichen Interpretationen sind da natürlich möglich. Ja, entweder einfach nur eine fromme Darstellung, die rein zufällig heutzutage an fliegende Schilde erinnert, oder man kann das in Verbindung bringen mit fliegende Schilde, wie sie zum Beispiel Chronisten aus dem alten Rom berichtet haben, wo immer wieder fliegende Schilde über den römischen Reich gesehen worden sein sollen. Hier seht ihr gerade ein Buchcover, das ist von meinem Kollegen Jörg Dendel, kann ich sehr empfehlen. Der hat sich ausgiebig mit solchen Texten befasst und wie die lateinischen Wörter genau sind für diese fliegenden Schilde und wie die damals zur Niederschrift ausgesehen haben. Das ist wirklich sehr interessant, denn wieso sollten Menschen beschreiben, dass solche fliegenden Schilde am Himmel herumfliegen, wenn sie gar nicht herumgeflogen sind? Warum sollten sich das alles aus den Fingern saugen? Und ein Bolide, ein Feuerball, ein Meteor oder eine Sternschnuppe ist nun wirklich nicht mit einem fliegenden Schild, womöglich noch mit so einer Kuppel obendrauf, zu verwechseln. Was sich hier, da der Künstler gedacht hat, dieses Buch da von 1760 mit so einem Bild zu illustrieren, wir werden es auch niemals erfahren. Aber diese beiden Beispiele aus diesen sehr zahlreichen Beispielen von alten historischen UFO-Sichtungen, in Anführungszeichen, wenn es denn welche waren, wollte ich euch mal zeigen, weil es ist wirklich sehr spannend, wenn man da mal so ein bisschen die Hintergründe sich noch dazu anschaut. Und dafür könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben, gerne ein Abo hier lassen und noch ein paar Videos schauen, ihr lieben Lasianer. Dann sage ich mal tschüss, bis zur nächsten Folge auf den Spuren etwas Unerklärlichen am Himmel. Euer Lars.